Die Kollegen der Neue Vorarlberger Tageszeitung haben heute ein Foto gepostet, wie die Kathi Linsberger als Elfjährige beim Neue-Skitag am Bödele Zweite wurde damals allerdings. Wie ist das heute, Ihr Erfolg einzuschätzen? Sie haben es vorher angesprochen, die Kathi Linsberger hat mit dieser Olympiamedaille zu einem Zeitpunkt aufgezeigt, wo es wahrscheinlich für Sie selbst auch ganz, ganz wichtig war. Wie schätzen Sie diese Leistung heute ein? Also ich schätze die Leistung, also jede Medaille, die errungen wird, muss man ganz, ganz groß einschätzen. Ob sie Gold, Silber oder Bronze ist, da hat der Athlet nicht immer Einfluss drauf, habe ich auch schon erwähnt. Die Kathi hat sicher sehr durchwachsene Saison gehabt, aber sie hat natürlich eine Saison gehabt, wo sie viel bestätigen musste. Oder? Es ist ja letztes Jahr sehr unbekümmert, sehr viel gelungen. Sie hat kaum Eigenfehler gemacht, das muss man ja ganz, ganz hoch anrechnen und hat auch, wenn es darauf angekommen ist, richtig performt. Also abgesehen von den zwei Goldmedaillen letztes Jahr in Cortina hat mich am meisten fasziniert, Weltcupfinale in Lenzerheide in unserer Nähe, wo sie den zweiten Durchgang wirklich mit einem Mordsdruck, den sie hatte, dass sie den Gesamtweltcup gewinnt, mit einer Laufbestzeit hinuntergesetzt, dass die Schifrin sogar den Mund nicht mehr zugebracht hat. Und das war für mich dann schon ein Zeichen, wo ich sage, okay, wenn es darauf ankommt, kann die Kathi performen. Und das zeichnet einfach, sage ich mal, einen Rennfahrer von einem guten Skifahrer aus, oder? Das ist der gewisse Unterschied. Und sie hat es jetzt auch wieder gezeigt im Riesentorlauf gestern. Glaube, war sie nicht sehr amused danach und hat es trotzdem wegstecken können, sich auf den Slalom konzentrieren und heute auch wieder der zweite Durchgang, nachdem der erste Loch, es waren glaube ich 7 oder 8 Zehntel Rückstand, ist nicht wenig bei solchen Bedingungen, aber dann hat die echt noch einmal einen draufgesetzt und zuerst einmal die Flova vorgelegt und sie dann ein paar Hundertstel hinten nach, war, muss ich sagen, Chapeau, muss man Hut ziehen und sie kann einfach, sagen wir mal, auf den Punkt Leistung abrufen. Das ist ihre Stärke. Sie ist eigener Art von Mensch, von Typ, von Wettkämpfer. Sie ist sehr fokussiert auf das, was sie macht. Und da geht sie einen Weg, von dem lässt sie sich nicht abbringen. Weder rechts noch links oder mit Zurufen oder ob das jedem gefällt, wie sie das macht. Und das muss man einfach akzeptieren. Und ja, sie lebt den Sport, wie er ist. Es ist ein Einzelsport. Es wird zwar nach außen immer da die Mannschaft gepredigt, die sind zusammen und das macht das Ganze so schwierig. Man ist da 200 Tage mit den Kollegen unterwegs oder Kolleginnen, teilt das Hotelzimmer, sitzt im Flugzeug nebeneinander, teilt den Servicemann. Aber wenn man dann am Start steht, ist man allein und einzig und allein für seine Leistung verantwortlich. Denkt man im Fußballspiel, wenn einer mal stolpert, sind 10 andere da, die ihn vielleicht außer brennen können. Das geht da nicht. Im besten Fall, wenn er nicht mit einer Schwalbe zu Boden sinkt. Eine Frage.